London. Okay, on y monte. Donc, moi, je pars pour un rêve. Vers Charles. Je pense que je t'en ai. Je pense que je t'en Charles, ça fait d'abord le live sur Facebook. YouTube, je crois que c'est là, je suis dans le Facebook, Google, on est. Ja. Jetzt haben wir es auch auf Facebook, wir haben jetzt Facebook an. Okay. Wie schließt man das unten? So. Ja, okay. Jetzt haben wir es auch. Hier selber. Okay. Hier. Ja. Leise machen. Okay. Also, wo sind die? Lassen. Okay. Das ist schön. Hallo. Hallo Jonathan. Hallo, Damen. Hallo, bitte. Guten Abend allen. Hallo, guten Abend. Ich muss jetzt sehen, ob es geht auch auf Facebook, ich glaube schon. Und dann muss man noch sicher machen, dass alles funktioniert. Mal sehen, ist es auf Facebook? Hier. Ja, sieht man das? Man sieht euch auch auf Facebook im Moment. Jetzt will ich sehen, ob YouTube ist auch da. Vielleicht nicht. Bei dir vielleicht nicht, bei mir vielleicht schon, weil ich muss anders machen. Noch nicht. Okay. YouTube ist noch da. YouTube wird kommen später an. Okay. Also. Herzlich willkommen zu unserem Shiur in dem Amar Vata Tetzaveh. Ich glaube, dass Sie mich hören und ich glaube, beim Facebook kann man es auch hören. Falls nicht, werden wir reden nächstes Mal. Musik, kannst du bitte, ich rede immer, ich rede über Facebook, wo wir schon bin, kennt ich den Woli, bei WhatsApp. Okay. Also, es ist 8.03 Uhr, herzlich willkommen. Wir lernen heute ein Ma'amar, wo originell auf Hebräisch, so sieht es aus, so sieht es auch im Buch. Und jetzt neu, zum ersten Mal haben wir dieses Ma'amar auf Deutsch von Books and Bagels rausgekommen. Sehr gutes, sehr gute Arbeit haben sie gemacht und dieses Ma'amar habe ich gelernt, 20, 30 Jahre auf Hebräisch und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Und einigermaßen verstanden, weil sie legen es sofort in andere Sprache, es ist sofort eine Erklärung. Okay. Der Ma'amar ist gesagt geworden von der Lubavitcher Rebbe am Purim Katan, kleine Purim, in 1981. Aber er hat es verteilt an die Chassidim. An Purim 1992, das war zwei Wochen, eineinhalb Wochen vor seinem Stroke, vor dem Zeit, im Moment ist er krank geworden und zwei Jahre später leider verlassen, die physische Welt. Also die physische
weg von physisches Leben. Dieses Maimer ist basiert auf einem anderen Maamar, Diskurs von seinem Schwiegervater, Vater von seiner Frau. Der hat erst gesagt, ebenfalls am Purim Katan in Moskau 1927. Es war ein Zeit von schweren Momenten von Yves Sekzia. Vor dem Moment, sie haben ihn gesucht und er musste seine Chassidim, seine Leute, seine Anhänger, er musste seine Chassidim stark überzeugen und Kraft geben, sie sollen bereit sein, ihre Leben opfern, bereit sein, ihre Leben opfern für Juden, für Jüdischkeit in Russland oder was damals war, sowjetische Sojus. Viele von seinen Schülern haben wirklich ihr Leben gegeben. Viele waren bereit, ihr Leben zu geben. Ich stamme von so einer Familie. Meine Frau stammt von so einer Familie. Fast alle Lubavitchers, die Russland, oder groß Angst gibt ihr euer Leben und er hat die von Chashverosh. Wo Mordechai Yehudi war damals bereit, sein Leben zu geben für Judentum und eigentlich das ganze Volk Israels damals haben gestanden ein ganzes Jahr in der Situation, dass solange du bist jüdisch, es gibt eine Resultat, das heißt Tod. Und wenn jemand wird sagen, ja, ich bin bereit zu beugen, ich bin bereit, nicht mehr jüdisch zu sein, er konnte vielleicht sein Leben retten, aber niemand hat das gemacht. Hier beginnt er mit dem Versuch, ich lese sofort, ich bringe einfach von dem Bildstream, die ich jetzt es bringen, wo ist es? Ich habe es vorbereitet, früher. Oh, jetzt haben wir es so. Oh, Moment mal, ich bin hier zum ersten Mal mit dem ganzen Zeug. Wo sind wir? Okay. Ist jetzt das schließen, nochmals öffnen und jetzt haben wir es da. Okay, das ist der Mamar. Mamar Chastut Ve'atat Tetzave. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Satz. Oh, nächste Seite. Im Mittelpunkt dieses Mamar steht der Vers von Parashat Tetzave. Und du, Moshe, befiehlt den Kindern Israel, dass sie zu dir reines Olivenöl bringen, auf zerstoßenen Oliven zur Lichtquelle, damit das Licht der Menorah ständig brennt. Das ist der erste Pasuk. Der erste Pasuk von Parashat Tetzaveh, wo die Bedeutung ist klar. Das heißt, Moshe hat einen Befehl, er soll die Leute befehlen, die sollen bringen Olivenöl, zerstoßenes Olivenöl, damit Aaron kann nachher die Menorah in Bet HaMikdash, in den Tempel anzünden. Jetzt kommt der Rebbe beginnt dem Mamar mit der Wiederholung einiger Fragen, die frühere Rebbe ihm zu diesem Vers gestellt haben. Vor allem, er bringt von seinem Schwiegervater, was er hat damals gesagt, und dann fügt er zu, nachher seine Ideen, wie es passt besser zu unserer Generation, wo wir leben gut, niemand drückt uns, niemand stört uns zu unserem Judentum zu äußern, überhaupt, wir leben gut. Ich glaube, wir sind heute in einem Moment, seit der Schaffung der Welt, es gibt fast keinen Ort auf der ganzen Welt, wo Juden können nicht ihr Judentum äußern. Es war nicht so, ich weiß nicht, ob einmal war so etwas. Auch wenn wir waren Kinder, vor 20 Jahren war es nicht so. Aber heute auf die ganze Welt, oder fast auf die ganze Welt, wo Juden wohnen, können sie, sogar in Teheran, klar, in Dubai, können sie ihr Judentum äußern ohne Probleme. Frage 1. Wenn Hashem den Moshe auffordert, das Volk Israel eine neue Mitzvah zu lernen,
ist der Standardausdruck Zavet Bnei Israel, Befiehl den Kindern Israel. Ihr dagegen ist die Verbform Tetzave, was auch Befehlen bedeutet. Warum weicht die Tora von dem üblichen Ausdruck ab? Einfach eine Frage. Es muss sein ein Grund zu dem, warum steht Tetzave und nicht Zav, ein anderer Ausdruck. Obwohl die Bedeutung kann manchmal sein fast das Gleiche. Frage 2. Obwohl die Worte Zav und Tetzave dieselbe Grundbedeutung Befehlen haben, vermitteln sie unterschiedliche Dinge. Und das ist interessant. Wenn man sagt Zav, kann man verstehen, gibt mein Befehl weiter. Wenn man sagt, ve ata tetzave, und du sollst befehlen, dann kann man verstehen, nein, gib nicht mein Befehl weiter, es soll sein deines Befehl. Befehl du das Volk. Zav wird verwendet, wenn man eine dritte Person ansprechen soll, die Anweisung auszuführen. In unserem Fall wäre es Hashem, der zu Moshe sagt, ich befehle dir, den Kindern Israel zu befehlen. Wer Tatezave lässt anklingen, dass der Befehl von der Person selbst ausgehen soll. In unserem Fall sagt Hashem zu Moshe, du selbst sollst aus eigener Initiative den Kindern Israel befehlen. Die Wortinitiative vielleicht werde ich anders legen. Initiative heißt, dass die ganze Initiative kommt von mir, obwohl hier die Initiative ist von Gott. Aber quasi will Gott oder möchte Gott, dass Moshe soll es weitergeben, als es ist seine eigene Initiative. Und dann sagte er ihm dieses Mal nicht, gib weiter, weiterleite mein Befehl, sondern ata, du sollst befehlen, denn Befehl soll kommen von dir. Es scheint allerdings die erste Option besser zu unserem Vers zu passen, denn Moshe ist nur der Bote, der Aufforderung Hashems an das Volk überbringt. Warum verwendet die Torah stattdessen den Ausdruck Ve'ata Tetzave? Ja, wenn man lernt Chassidut und Kabbalah, dann geht man manchmal ein bisschen weg von der einfachen Bedeutung von dem Vers und man versucht es manchmal etwas anders oder eine andere Bedeutung daran zu finden oder legen, etc. Ich gehe manchmal oben, um zu sehen, es gibt noch Leute, die wollen reinkommen und ich lasse sie nicht rein, aber es ist okay. Okay, Frage 3. Aaron war der Kohen und zu seinen Aufgaben gehört es, die Menorah zu entzünden. Warum also bringen die Menschen das Öl zu Moshe? Sollten sie es nicht zu Aaron bringen? Ein zerbrochener Telefon, sagt man auf Hebräisch. Das Öl soll kommen zu Aaron. Warum soll es kommen zu Moshe und dann Moshe soll weitergeben zu Aaron? Es ist nicht eine Aufgabe. Warum? Es muss ein Grund sein. Die vierte Frage ist, die Ausdruckweise des Verses scheint seltsam. Wörtlich übersetzt steht Öl zur Lichtquelle, Lama Oro. Es wäre zu erwarten, dass der Vers sagt Öl zum Leuchten, Leha'ir. Warum diese Formulierung? Das ist schon interessant. Normalerweise, es gibt zwei Bedeutungen, Lamaor und Leair, die Quelle, und zu leuchten. Wir brauchen Öl, um zu beleuchten, nicht um zu etwas, das die Quelle braucht, das Licht. Brauchen wir Öl, damit die Quelle von was? Die Quelle von den Ohr, die Quelle von des Lichts, soll etwas bekommen von dem Öl? Er braucht nicht. Warum steht es hier Lamaor und nicht Leair? Fünfte Frage. Unser Vers sagt, dass die Menorah ständig leuchten soll. Gleich im nächsten Vers aber heißt es, von Abend bis zum Morgen, das ist nicht ständig. Im Zelt, hier ist eine Erklärung, im Zelt der Zusammenkunft, Oel Moed, außerhalb des Vorhangen, der vor den Tafeln des Bundes als Bezeugung ist, sollen Aaron und seine Söhne das Licht zurechtmachen zum Brennen von Abend bis zum Morgen vor dem Ewigen. Das sei ein ewiges Gesetz für ihre Nachkommen. Von den Kindern Israel sei dieses Öl eine Abgabe. Eintreten lassen. Gut, es ist noch eine Frage, um zu verstehen. Es ist klar, dass man meint hier zu reden, man meint hier sagen, das, was wir wissen, dass die Menorah soll immer ständig soll brennen.
immer so leuchten. Aber in wortwörtlich meint es hier etwas anderes. Warum? Es muss sein eine Bedeutung. Und was ist die Bedeutung für die ganze Sache? Okay. Jetzt gehen wir etwas tiefer, um zu verstehen, eine sehr Grundlage, Basis von um zu verstehen Chassidut, Kabbalah und Chassidut. Und nicht nur verstehen ein Wort oder eine Erklärung, sondern einen neuen Verstand in unsere Beziehung mit Gott. Normalerweise, wenn wir machen Mitzvot, seine Befehle, wenn er uns befehlt und wir machen, was er uns sagt. Was ist es? Was ist die Beziehung? Was passiert in dem Moment? Er hat uns befehlt und wir haben gemacht. Wunderschön, er ist zufrieden. Ich habe Kinder, Gott sei Dank. Und wenn ich sie etwas sage, mach es bitte und sie es machen, bin ich zufrieden. Es gibt auch Löhne. Es gibt Belöhnen in nächstes Welt oder in dieses Welt. Gott sagt, wenn ihr macht ein Mitzvot, bekommen sie Regen und Essen. Ich meine, sagen wir es aus, oder? Regen am Zeit, genug Essen für uns und für alle anderen. Gott verspricht, was werden wir ja bekommen, wenn wir das ja machen und was nicht, machen. Aber das ist eine oberflächliche Ebene von Beziehung. Eine tiefe Beziehung ist, dass ich mache, was er mir sagt, nicht weil ich möchte etwas bekommen, sondern weil ich möchte mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte mich verbinden mit ihm. Und hier kommt Chassidut und sagt, dass der Wort Mitzvah hat die Bedeutung auf Aramäisch von Zavta. Zavta heißt zusammen zu sein. Oder auf Hebräisch manchmal sagt man Zevet, ein Team. Zavta heißt, dass wenn ich mache eine Mitzvah, sind wir ein Team. Ich bin zusammen mit ihm. Nehmen wir, wenn ich bin in Israel manchmal und besuche meine Eltern, und mein Vater fragt, bitte, ich soll ihm Tee bringen oder etwas, und ich mache es. In dem Moment ist eine Beziehung da dargestellt. In etwas ist, ich habe eine Verbindung gemacht. Und etwas tiefer ist, wenn er möchte, etwas tiefer soll ich es machen. Ich soll, und glauben Sie mir, mein Vater hat jeden Morgen etwas, wo er für mich möchte, ich soll besser sein jeden Tag. Und wenn ich mache, was er von mir sagt, sagen wir, lernen am Morgen vor den Tfilah Chassidut und ich mache es und ich sage ihm, ich mache es für ihn, nicht weil ich etwas von ihm bekomme. Ich mache es, weil dadurch haben wir eine Verbindung. Das ist, was hier steht. Die ersten drei Fragen beantwortet der Rebbe. Jemand schreibt mir was? Okay. Beantwortet der Rebbe in Anlehnung an einen Ma'amar des Rebbe Rayatz an der Purim Katan im Jahr 1927 gesagt, wo ich habe früher erwähnt, diese Ma'amar von 1927. Vielleicht werde ich später kommen, ein bisschen erklären, was war dort die interessante Geschichte in 27. Aber jetzt, wir sind noch vertieft in den, um zu verstehen, die Formulierung von Wort der Zawe. Antwort auf Frage 1 und 2. Warum verwendet das Vers den Ausdruck Ve'ata tetzave, du sollst befehlen, anstelle von Zav, einfach Befehle. Das Wort tetzave ist verwendet mit dem aramäischen Wort Zavta, Verbindung. Der Vers Ve'ata tetzave Bnei Israel umfasst die Einleitung Hashems zu Moshe als Führer des jüdischen Volkes und bedeutet verbinde das jüdische Volk mit mir. Ve'ata tetzaveh, nicht nur befehlen. Verbinde sie mit mir. Das ist deine Aufgabe. Mit Or en Sof, Licht ohne Ende. Der Essens von Hashem. Essens von Hashem ist en Sof. Or en Sof ist das Licht von Essens von Hashem. Das erklärt die Worte Ve'ata tetzaveh. Diese Verbindung beginnt auf Moshes Initiative und wird von ihm hergestellt. Deine Aufgabe. Warum brauchen wir Moshe überhaupt? Es steht doch, Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe avdo. Sie glaubten an Hashem und an Moshe. Wozu brauchen wir Moshe? Wir können selber gehen zu Klagenmauer. Wir können selber gehen zur Synagoge und davenen. Wozu brauchen wir Moshe? Sagt Gott, deine Aufgabe ist,
die Leute mit mich zu verbinden. Wie, werden wir bald sehen. Aber das ist eine Aufgabe. Dieser Prozess des Verbindens ist nicht nur bedeutsam für das Volk. Er beeinflusst auch Moshe Rabbeinu selbst. Das führt uns zur Antwort auf Frage 3. Bald werden wir sehen. Er verdient auch etwas von dem. Es steht ein Melech Beloam. Kein König ohne Volk gibt es nicht. König braucht ein Volk. Es gibt eine Geschichte. Ich habe gedacht, es war ein Witz, aber es ist eine wirkliche, eine echte Geschichte. Über jemand, der kam, ich glaube, zu der vierten Lubavitcher Rebbe und sagt, dass sein Vater kam zu ihm im Traum, mitten in der Nacht, dreimal eine Nacht nach der anderen und gesagt, du musst selber ein Rebbe sein. Und du musst Aben Chassidim mit dir und zuhören, was du sagst. Du musst selber ein Rebbe sein. Dann kommt er zu der Rebbe, der Babitsche Rebbe damals, Rebbe Shmuel Schneos, und sagt, Rebbe, mein Vater kommt zu mir im Traum und sagt mir, ich soll ein Rebbe sein. Was soll ich tun? Hat er ihm gesagt, so sagt man. Nächstes Mal, wenn dein Vater kommt, sagt ihm, er soll gehen zu 300 Leute und soll sie sagen, sie müssen deine Chassidim sein. Weil wenn du musst ein Rebbe und du hast keine Chassidim, keine Followers, keine Leute, die nach dir gehen, dann bringt es einfach nicht. Ist Moshe Rabbeinu, ist Moshe Rabbeinu. Wenn er mit uns arbeitet, bekommt er auch etwas. Bald werden wir sehen auch was. Antwort auf Frage 3. Warum sagt Hashem, dass die Juden das Öl zu Moshe bringen sollen und nicht zu Aaron? Der Anfang des Verses beschreibt die Aufgabe Moshes, das jüdische Volk mit Hashem zu verbinden. Dann beschreibt das Vers die Folge davon. Wenn du Moshe, das jüdische Volk mit Hashem verbindest, Ve'atat etzaveh, das ist die Bedeutung von Ve'atat etzaveh, du sollst verbinden, führt das dazu, dass das Volk dich auf die höhere Ebene von reinem Öl hebt. Der Rebbe erklärt nun in Klammern, dass diese Lehre auf einen Vers von Parashat Be'alotcha gründet. Moshe sagte dort in Parashat Be'alotcha, 600.000 Menschen zu Fuß ist das Volk, in diese Mitte ich bin. Und du sagst, ich soll ihnen Fleisch geben, damit sie einen ganzen Monat zu essen haben. Es war damals, wenn die Leute haben beklagt, dass sie aber nicht Fleisch haben. Sie wollten zurückkehren nach Ägypten. Dort hatten sie gutes Essen, haben sie gesagt. Und hier haben sie nur das Mann. Und Mann ist kein guter Geschmack. Und sie wollen besser essen, Fleisch. Kommt Moshe Rabbeinu zu Gott und sagt, ich bin in der Wüste. Wo habe ich Fleisch? Es sind 600.000 Männer nur. Wie soll ich sie jetzt Fleisch geben? Und die Aussatz, das heißt die Äußerung, wie er das nutzt, er sagt, kann man es nennen poetisch. Es sind 600.000 Leute oder Füße, die ich bin in der Mitte von dir. Ich bin in der Mitte von 600.000 Füßen. Das ist, kann man es so annehmen. Aber es gibt hier noch etwas tiefer. Wenn er sagt, ich bin in der Mitte von 600.000 Füßen, Fuß, gibt es noch eine Bedeutung. Wenn wir uns nehmen als Leute, als Mensch, die ganze Existenz oder Vollkommenheit von einer Person ist vom Kopf bis zum Fuß. Kopf ist das Wichtigste. Alles kommt von dem Kopf. Hirn sind das Wichtigste. Augen sind auch sehr gut. Füße, nicht sehr stark. Wenn wir wollen gehen zu heißes Wasser oder sehen, ob die Wasser sind zu kalt oder zu heiß, belegen nicht das Kopf. Legen wir den Füße, oder? Aber ohne Fuß kann das Kopf nicht irgendwo gehen. Kopf ohne Fuß man kann nicht gehen von einem Ort zum anderen Ort. Er kann nicht erfüllen das, was er wieder erfüllen. Er kann nicht erreichen, was er wieder erreichen. Ohne Fuß geht es nicht. Fuß ohne Kopf sicher nicht. Aber auch Kopf ohne Fuß geht nicht. Es steht in einigen Orten, auch in Tanja, dass das ganze jüdische Volk ist Koma Achat Shlema, wie ein großer Körper. Und in die jüdische Volk, zwischen die Juden, es gibt Leute, wir sind die Kopf von das Volk. Und es gibt Leute, vielleicht die Mehrheit, wie ich und wie andere auch, sind die Füße. Kopf ist der Kopf von das Volk.
Woher wissen wir? Wenn wir sehen, tausende von Leuten stehen neben die Türe von jemand, um ihm zu fragen, was zu tun, ist schon eine Anweisung, dass der ist im Kopf. Man fragt ihn, er weiß etwas. Wenn man zuhört jemand zu viel oder man hört, was er sagt, man will hören, was er will sagen, das ist ein Kopf. Füße sind die, die machen, was der Kopf will, was der Kopf möchte, befällt. Werden wir sagen, dass der Kopf alleine ist gut, ist es wunderbar, aber ohne Fuß kann er nicht weiterfahren. Ohne Fuß kann er nicht erreichen, was er soll erreichen. Moshe Rabbeinu war sicher der Kopf. Kopf von jüdischem Volk. Sicher. Nicht nur Moshe, die Moshe von jeder Generation ist der Kopf von dem. Das Wort Rabbi auf Hebräisch, Reish, Bet, Jud, hat die Bedeutung von Rosh Bnei Israel, Kopf von Kinder Israels. Moshe Rabbeinu, wenn er ist der Kopf von des Leute und er mit sie beschäftigt und verbindet mit Gott, dann bekommt er etwas von sie. Die Öl, reines Öl, reines Öl sein, um zu bedeuten, eine höhere spirituelle Ebene, etwas reines. Öl ist immer oben, Öl mischt sich nicht. Und ein reines Öl ist eine höhere spirituelle Ebene. Sagt Gott zu Moshe Rabbeinu, wenn du sie mit mir verbindest, dann bekommst du etwas von sie. Dann du kriegst auch, wie es steht hier oben auf die, das Volk, führt das dazu, dass das Volk dich auf die höhere Ebene von reinem Öl hebt. Ich lese es rein. Warum erwähnt Moshe, dass das Volk zu Fuß ist? Zu Fuß bezieht sich auf die Art der Fortbewegung, sondern auf Moisches Beziehung zum jüdischen Volk. Als Gleichnis der menschliche Körper, obwohl der Kopf höhere Fähigkeiten hat und die Füße lenkt, sind es die Füße, die in der Lage sind, den Kopf an Orte zu bringen, die er alleine nicht erreichen könnte. So ist auch Moshe auf eine höhere geistige Ebene als das Volk, übrige Volk, als das übrige Volk. Aber es ist das Volk, das Moshe auf eine Ebene bringen kann, die für ihn alleine nicht zu erreichen ist. Jetzt lesen wir es ein bisschen anders. Anstatt zu lesen, 600.000 Menschen zu Fuß, Ragli, ist das Volk in dieser Mitte, ich bin. Lesen wir den Vers als, diese 600.000 Menschen sind meine Füße. Das heißt, die einfache Bedeutung von das Vers ist, sind 600.000 Füße, die ich bin in der Mitte von 600.000 Füßen. Ein bisschen poetisch. Die Erklärung von Chassidut, wo der Rebbe ihr erklärt, heißt es, die 600.000 Leute, die sind meine Füße. Und in ihrem Verdienst bin ich der Lage, eine Offenbarung in mir zu erlangen, das Wochichel erinnert. Die Wabel von Gott auf dem Berg sind Moshe. Wie? Erreichen, dass um zu haufen, Baum, Gott, von schönen Füßen, dank das Volk. Die sind in ihrem Verdienst Binder zu empfangen. Kurz, aber das ist die Meinung von, genau. Nach dieser Anmerkung schließt der Rebbe die Antwort auf Frage 3 ab. Wenn Moshe die Juden mit Hashem verbindet, bringen sie den Moshe und nicht Aaron. Das reine Öl, das heißt, in Folge wird Moshe selbst eine höhere spirituelle Ebene erreichen. Steht es hier, Tosefet Or Moshe bei Moshe. Also mir ist schwer zu formulieren, dass dank mich, dass ich, Salman Beschetzki, ich bringe Moshe Rabbeinu auf eine höhere spirituelle Ebene. Aber wenn es steht, wie es steht auf Hebräisch, ein bisschen mehr Öl,
ein bisschen mehr Licht, nur besser, aber die Bedeutung ist gleich. Sobald bekommt er ein bisschen mehr Licht von uns, von mir und von euch, dann ist er auf einer spirituellen Ebene. Das ist, was passiert. Ich möchte schnell etwas checken. Okay. Folgende Frage. Sind noch verblieben. Frage 4. Warum verwendet der Vers das Wort Lamaor und nicht Lehair? Lamaor heißt zum Quelle, Lehair zu leuchten. Die Frage war, warum soll es sein, dass wir bringen das Licht, um zu leuchten, nicht für die Quelle? Zweite Sache ist, warum sagt der Vers, dass die Menorah ständig leuchten muss, wenn sie nur von Abend bis Morgen leuchtet? Um das zu beantworten, müssen wir zunächst den Hintergrund der folgenden Fragen klären. In welcher Hinsicht verbindet Moshe die Juden mit Hashem? Haben nicht alle Juden bereits eine göttliche Seele und eine direkte Verbindung zu Hashem? Und welche Wirkung hat dieser Vorgang auf Moshe Rabbeinu selbst? Wir haben Worte gesagt, wir wollen es ein bisschen verstehen. Was meint es? Die technische, die internen Kulissen, was genau passiert dort, wenn Moshe verbindet? Was heißt, sie verbinden uns mit Gott? Sind sie nicht verbunden mit Gott? Haben wir nicht unsere heilige Seele bei uns? Brauchen wir jemand anderes, der uns verbindet? Warum? Oder nicht warum? Wenn die Frage ist nicht warum, die Frage ist auch wie? Was genau passiert? Was tut er? Was bekommt er von das? Hier kommt eine Erklärung. Die Tora beschreibt Moshe als Raya Me'emna. Das heißt wörtlich der treue Hirte. Moshe war auch eine Hirte. Das ist eine von den Gründen, warum Gott hat ihn ausgewählt, zu sein der Führer von jüdischem Volk, weil er war eine gute Hirte. Raya Me'emna heißt der treue Hirte. Raya ist ein Hirte, Me'emna ist ein Treue. Aber es kann aber auch gelesen werden als der Hirte des Glaubens. Das ist schon eine andere Bedeutung, bald werden wir sehen. Treue Hirte bedeutet, dass Moshe seine Aufgabe als Hirte treu erfüllt. Die Bezeichnung Hirte des Glaubens hat eine ganz andere Bedeutung. Moshe ist für den Glauben des jüdischen Volkes verantwortlich. Eine treue Hirte ist jemand, der kommt am Zeit und er ist dort von Anfang bis am Ende. Und er macht sicher, dass sie haben was zu essen, haben was zu trinken und sie beschützt von vielleicht von Wolf oder solche Sachen. Jemand, der verantwortlich ist für den Glauben für Juden, er hat eine andere Aufgabe. Man beachte jedoch, dass Moshe nicht der Schöpfer des Glaubens ist. Er ist der Hirte des Glaubens. Den Glauben der jüdischen Menschen muss man nicht erschaffen. Sie werden damit geboren. Allerdings benötigen sie Führung, um Wegleitung. Und damit versorgt sie Moshe Rabbeinu. Es ist klar, wir haben den Glauben. Wir haben so gekommen zu der Welt. Unsere Seele ist da, so sind wir gekommen. So war es alles auch ganz am Anfang. Aber manchmal, wenn wir jemanden, der uns führt, der uns zeigt, Wegleiten, wie man das macht, dann plötzlich wissen wir es. Als jemand, der manchmal begleitet Leute zu ihrem Erfolg oder zu finden ihre Große, als Rabbiner oder als Coacher, spielt keine Rolle. Die Aufgabe, meine Aufgabe, wenn ich sitze mit jemandem 6 Treffen gehen, weil er will etwas verbessern in seinem Leben, meine Aufgabe ist nicht, etwas Neues einzupflanzen oder zu bringen. Meine Aufgabe ist, ihm zu helfen, also das, was er schon hat, wissen, wie gut zu nutzen, besser zu nutzen, besser zu bringen. Also Offenbarung von sich selber soll besser sein. Das ist die Aufgabe. Das ist meine Aufgabe in dem Moment. Die Aufgabe von Moshe Rabbeinu ist, die Glauben, die wir schon haben,
zu führen, Wegleitung, uns zu helfen, das zu verbessern. Und wie macht man das? Bald werden wir sehen. Weil Juden einen angeborenen Glauben an Hashem haben. Ups, kommt noch jemand? Weil Juden einen angeborenen Glauben an Hashem haben, der wesenhaft in ihrer Seele ist, werden sie gläubige Kinder von Bnei Maminim, so werden sie genannt. Doch wenn jemand ein Talent hat, heißt das noch nie, dass er es auch nutzt. Es gibt jemanden, der hat ein Talent, um Maler zu sein. Aber er ist noch kein Maler, kein Künstler. Er muss es zuerst machen. Es gibt jemanden, der geboren ist mit dem besten Talent für Musik. Aber solange er spielt nicht, er ist kein Musiker. Es muss jemand soll dort sein, um ihm zu helfen, wie zu nutzen sein Talent. Dieser Zustand nennt man Makif, wörtlich umgebend. Eine vage und abstrakte Fähigkeit, die noch nicht auf konkrete Situationen angewandt wurde. Makif heißt von oben, nicht von innen. Makif heißt etwas, die ist noch nicht durch den Existenz von der Person geht. Er hat es, er wird es einmal nutzen, noch nicht genutzt. Moisés Aufgabe ist es, diesen angeborenen Glauben herabzubringen in einen Pnimiut-Zustand, wörtlich innerer Zustand. Damit gibt er den Menschen die Kraft, den tiefen Glauben an Hashem in seinen Entscheidungen und in seinen Verhalten zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Aufgabe. Wie kann man das erklären? Als ich war ein Junge, 13 Jahre alt, war damals ein Krieg in Israel mit Saddam Hussein, mit Irak. Und er hat gesagt, sobald Amerika kommt rein in den Krieg, wird er schicken Raketen von Irak nach Israel. Die Skads, er hat es auch gemacht. Und Angst war, dass die Raketen werden sein mit chemischen oder nicht konventionellen Waffen. Die Chabadniks haben gesagt, wir haben keine Angst. Warum? Weil der Rebbe, der Babelsche Rebbe hat damals noch gesprochen, jeden Schabbos. Er hat gesagt, habt keine Angst, wird nicht passieren, wir werden sehen, Nissim, es war auch Purim, wir werden sehen, Nissim, Wunder werden wir sehen, habt keine Angst. Deshalb, in Kfar Chabad, wo ich wohnte, die Mehrheit von den Leuten haben ihre Häuser nicht zu viel vorbereitet für den Krieg. Ganzes Israel, alle haben vorbereitet ein Haus, vielleicht wissen Sie, wie war es damals mit den Fenstern? Klebende auf die Fenster und rundherum die Fenster, damit es nicht zerbrechen und die nicht konventionelle Waffe soll nicht reinkommen, etc. Aber die Lubavitchers, nein, wir machen es nicht. Warum? Weil wir glauben, der Rebbe hat uns gesagt, alles wird okay sein. Einmal sieht man jemand, der ein Lubavitcher ist und doch vorbereitet er sein Haus. Mit Klebeband und alles, fragt man ihm, Moment mal, du bist doch ein Chassid, du glaubst doch, der Rebbe sagt, wird so auch sein. Ist, wieso legst du denn, ich glaube, 100% ich glaube, aber ich möchte auf der sicheren Seite sein. Das heißt nicht glauben. Jemand, der sagt, ich glaube an Gott, aber ich möchte auch auf der sicheren Seite sein, er glaubt nicht. Er glaubt, aber ja, ich möchte noch mich vorbereiten, falls nicht. Was ist, wenn nicht? Muss mich vorbereiten. Wir glauben, aber nehmen das Glauben von draußen, von innen nach draußen, das ist eine andere Aufgabe. Ihr kennt doch die Chabadniken, die stehen in Israel hier und her und vorbereiten und auch außerhalb Israel und Leute auf die Straße fragen, möchtest du Tfilin legen? Sieht man das viel mehr in Israel als andere Orte, wo die Mehrheit nicht Juden. Ich bin auch, als Yeshiva-Bocher, habe ich auch dort gestanden in Jerusalem, Tachana Merkazit.
in der Hauptstation und fragt Leute am Freitag, möchtest du Tfilin legen? Es gibt verschiedene Sorten. Es gibt die, die sagen, ja, warum nicht, ich lege. Es gibt die, die sagen, nein, ich habe schon gelegt zu Hause. Es gibt die, die schreien, wer bist du, geh weg. Und es gibt die, die sagen, ich bin ein Jude im Herz. Ich bin Jüdin im Herz, das nicht. Herz ist wunderbar, aber es kann nicht bleiben im Herz. Judentum muss rausgehen von dem Herz in den Hand. So ist es. Und das ist die Aufgabe von Moshe Rabbeinu. Das ist die Aufgabe von Mordechai Yehudi. Das ist die Aufgabe von den Führern, von den Köpfen von Israel. Die Glauben, die sie schon haben, rauszubringen. Es soll hat eine Bedeutung in ihre Verhältnis, in ihr tagtägliches Leben. Das ist eine Arbeit. Das macht man nicht mit Befehl. Das ist eine Arbeit, was langsam kann man kommen, mit Leuten zu tun, die sollen nehmen ihre Glauben zu einer höheren Stufe. Es soll wirklich beeinflussen ihre Leben. Vor allem sieht man es am Schabbat. Es kommt am Schabbat. Leute, die waren früher gewöhnt, am Schabbat zu arbeiten. Und vor allem die haben Business, die am Schabbat macht Geld, mehr als andere Wochentage. Und plötzlich, sie entscheiden nicht mehr am Schabbat zu arbeiten und verliert man Geld. Dann muss man einfach nur glauben, dass Gott wird machen seine Rechnungen und wir werden nicht verlieren. Nur gut wird rauskommen von dem. Das ist ein Moment, wo die Glauben, unsere Glauben muss ganz stark sein. Es kann nicht bleiben innen. Es muss rauskommen und wirklich leben damit. Okay, ein bisschen weiter. Nach Moshe Rabbeinu setzt sich diese Rolle fort. In jeder Generation ist es Aufgabe des Moshe, den Einzelnen dabei zu unterstützen, die göttliche Wahrheit in einem Zustand. Hier etwas verstehen. In reingehen heißt es nicht, dass er soll bleiben innen, wie der Person sagt, ich bin ein Jude im Herz, sondern hier heißt es, er soll durchgehen deine ganze Existenz. Denn es gibt etwas, die ist oberhalb meiner Existenz, oberhalb mein Leben. Das ist Chitzoni, das ist eine äußere Sache. Etwas, die geht durch meine Existenz, mein Herz, mein Kopf, mein Verstand, meine Liebe, mein Willen, mein Freund, mein Aufregend. Das geht durch meine ganze Existenz. Das heißt Pnimiyut. Das ist geworden ein Teil von mir. Und die Aufgabe von Moshe Rabbeinu oder dem Moshe von jeder Generation ist, das zu tun, die Leute unterstützen, damit ihre Glauben, dass wir das, was sie schon haben, soll reingehen, soll durchgehen, ihre Pnimiyut, ihre Innere, soll sein ein Teil von ihrem Wesen, von ihrer Essenz, von ihrem Sein, von ihrer Existenz. Also, wie spät ist es? Ragenes Beispiel, gegen die Juden. Welt zwischen dem Judentum, die göttliche Seele weiß, dass nur ein Leben in Übereinstimmung mit der Tora gibt. Aber es ist eine Herausforderung, diese Überzeugung Ich habe gefallen, ich muss noch einmal. Ich bin gefallen. Sehen Sie mir jetzt, oder? Jonathan, musst du mit der Hand? Gut. Jetzt muss ich nochmals öffnen. Das. Sorry. Okay. Die göttliche Seele weiß es.
weiß, dass es nur ein Leben in Übereinstimmung mit der Tora gibt. Aber es ist eine Herausforderung, diese Überzeugung auch zu leben. Durch das Versammeln der Gemeinden zu Tora lernen, half Mordechai den Juden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ein konkretes Beispiel dafür, wie der Moschee seiner Generation, Mordechai damals, den Glauben hütet und die Menschen beim unerschütterlichen Ausführen der Mitzvot unterstützt. Es sind einige Worte hier, die muss ich ein bisschen betonen. Das heißt, unsere Seele, unsere Neshama hat keine Fragen, kein Zweifel. Es ist klar für die Neshama, dass es gibt nur eine Art von Leben. Und die einzige Art von Leben ist etwas, die mit Torah und Mitzvot zusammengeht. Das ist klar für die Neshama. Es gibt keine Frage. Weil wir nicht immer stimmen ein mit der Neshama. Und hier kommt Mordechai, um uns zu unterstützen, das zu verstehen. Wir haben die berühmte Geschichte, oder nicht berühmt, von Rabbi Akiva, in der Zeit von Verfolgung von den Romäern damals. Es war verboten, Tora zu lernen und sicher Tora zu unterrichten. Und er saß irgendwo mit seinen Schülern versteckt und Tora unterrichtet. Gemara erzählt, kam zu ihm jemand mit dem Namen Pappus ben Yehuda und ihm sagte, Akiva, was tust du? Ist doch gefährlich. Die werden dich erwischen und töten und grausame Tod. Und das war auch so. Hat dann aber Akiva gesagt, ich werde dir ein Beispiel geben. Er hat ihm erzählt über den Fuchs, der kam zum Meer. Und er sieht, wie die Fische springen von einem Ort zu einem anderen Ort, ohne eine Sekunde zu richtig atmen. Fragt er die Fische, warum springt ihr? Sagen die Fische, wir haben Angst von den Fischen, die werden bald kommen mit ihrem Netz, uns zu nehmen, uns zu erwischen. Und dann werden sie uns töten und essen vielleicht auch auf dem Grill. Sagt der Fuchs, ich habe eine Idee. Kommt mal mit mir zu der Wüste. Ich habe dort einen Ort, wo ich kann euch verstecken. Dann seid ihr mit mir und keine Fische wird euch erwischen. Sagen die Fische den Fuchs, wenn es ach, man sagt, du bist eine weiße Tiere. Aber du bist ganz dumm, sorry. Wenn wir sind nicht im Wasser, dann haben wir überhaupt keine Chance zum Leben. In Wasser ist es gefährlich, ich weiß. In Wasser ist es gefährlich, die Fische wollen uns erwischen und vielleicht nehmen und töten, das wissen wir. Aber ohne Wasser haben wir überhaupt kein Leben. Unser Leben ist nur im Wasser. Sagt Rabbi Akiva zu Pappus ben Yehuda, du hast recht, es ist gefährlich. Die werden uns erwischen und ich habe Angst, wir haben Angst. Aber ohne das, Leben ist das nicht. Es ist wie Fische, die leben in der Wüste. Das ist die einzige Leben ist uns in Wasser. Das ist, was wir machen. Damals war es die Geschichte von Rabbi Akiva, wie wir wissen, man hat ihn erwischt und getötet. Grausame Tod. Das ist die Arbeit von Moshe Mordechai. Mordechai kommt das Volk Israel, die Zeit von Amman. Amman sagt, Juden werden tot sein. Die nicht Juden, vielleicht werden nicht tot sein. Die können finden die Wege. Wir sind nicht mehr Juden, wir sind bereit zu beugen, alles. Sagt Mordechai, Juden steht in Gemara, Hikil Keilot. Er hat die Leute versammelt in jeder Ort und mit sie Torah gelernt, mit Kindern. Er hat einmal genommen 22.000 Kinder. Und er hat die Verse von der Torah gelehrt und mit sie gesagt und erklärt und die Juden auch. Und dadurch hat er sie gesagt, ihr habt recht, wir haben Angst. Die werden vielleicht uns töten und erwischen, alles kann sein. Aber es ist alles besser als Leben ohne Torah, weil das hat keine Bedeutung. Unsere Seele versteht es, wir müssen es auch verstehen. Das, wenn so macht es, wenn Mordechai das gemacht hat, das ist genau die Erklärung von Raya Me'emna. Nicht Treue, sondern jemand, der zunächst Frage 4 und dann eine Frage zum Mamar des Rebben Rayatz. Rayatz kommt von den Worten Rabbi Yosef Yitzchak, der Schwiegervater von Rebben, beantwortet. Anhand dessen können wir besser unseren Vers verstehen. Und du, Moshe,
befiehl den Kindern Israel, dass sie zu dir reines Olivenöl bringen, auf zerstoßenen Oliven zur Lichtquelle. Was ist zerstoßenen Oliven? Bald erklärt. Antwort auf Frage 4. Warum sagt das Vers Katit Lamaor, zerdrückt zur Lichtquelle statt Lehair zu leuchten? Hier kommt die Antwort. Von den Mühen und Problemen des Exils kann ein Mensch erdrückt werden. Das muss man nicht erklären, es ist klar, oder? Das Überwinden dieser Herausforderungen lässt den Menschen die Stufe Maor erreichen, die Quelle des Lichts, Essens von Hashem. Eine höhere Stufe als Maor, als Licht, ein bloßer Ausdruck von Hashem. Was heißt es? Warum ist es so, weiß ich nicht, aber es ist so. Wenn wir gehen durch Schwierigkeiten, wenn wir sind erdrückt, so fühlen wir, erreichen wir, wir tappen unsere tiefere Wesen, tiefere Existenz, tiefe Existenz und auch unsere tiefe Verbindung mit Gott. Das heißt, wenn ich lebe ein normales Leben, alles okay ist, meine Beziehung mit Gott ist in einer Ebene, mehr oberflächlich, wenig oberflächlich, aber nicht genau innen. Wenn ich halte, Hitte, Torah, Mitzvot, auch wenn ich erdrückt, auch wenn es ist mir schwer, dann kommt es raus von einem Schatz, die ich habe, einen inneren Schatz, wo jetzt muss ich wirklich meinen Glauben nutzen. Jetzt muss ich wirklich eine tiefe Glauben haben. Jetzt muss ich wirklich mich fragen, warum bin ich da? Bin ich bereit, mein Leben zu geben? Ist das, was ich mache? Es gibt so einen Satz, dass man sagt, wenn jemand hat nicht für was zu sterben, dann hat er auch nicht für was zu leben. Wir sollen nicht müssen sterben. Aber wenn es gibt in unserem Leben, für sie sind wir bereit, alles aufzugeben. Das heißt, Messerut Nefesh, das ist erdrückt. Dann leben wir in unserer tiefste Essenz. In dem Moment, wo wir sind erdrückt. Wir sollen nicht so sein, nie so sein, alleweil. Und wir sind eigentlich, Baruch Hashem nicht, aber falls ja, oder in Momenten von Purim, oder in der Schwedischen Union, solche Momente. Und wir trotzdem halten die Torah, trotzdem sagen wir Gott, wir geben alles, was wir haben, um mit dir nahe zu sein, mit dir zu verbinden, dann erreichen wir Maor, die Quelle, nicht das Licht. Das ist, was hier steht in dem Pasuk. Wer tate zavet, bnei Israel, und du, Moshe, befiehlt den Kindern Israel, wenn du sie verbindet mit mir, dass sie zu dir reines Olivenöl bringen, sie bringen dir reines Öl, du erreichst eine höhere Quelle, eine höhere Ebene. Wie das passiert? Das passiert aus zerstoßenen Oliven, wenn sie sind zerstoßen, wie Oliven, dann kommt das Öl. Unsere beste Öl kommt, wenn wir sind zerstoßen. So ist es. Die Aufgabe von dieses Meister ist, uns zu unterrichten, uns zu erklären, wie zu sein zerstoßen, ohne zu sein zerstoßen. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall nicht ändern die Welt und sein in einem Moment, wo Leute lassen uns nicht unsere Torah, unsere Mitzvot auszudrucken, zu äußern, auf die Straße machen, was wir sollen tun. Das wollen wir nicht. Aber wir haben ein Problem. Das ist die nächste Schürung. Das Problem ist, wenn man sagt, um zu erreichen, die Quelle, um zu kommen wirklich zu der tiefsten Essenz von Gott oder von unserer Existenz, von unserer Seele, ist durch zerstoßen zu sein, wenn wir sind zerquetscht, gedruckt unter schwere Situationen und trotzdem halten Torah mit Wort. Was werden wir heute machen? Was wird sein, jemand, der wohnt in der Schweiz? Der hat ein Mikwe auf die Straße, ein Koscher mit Grei auf die andere Straße, jüdische Schule auf die nächste Straße.
Er muss nur auswählen, welche Minyanim will er nutzen am Morgen. Diese oder der andere. Zwei, drei Minyanim am Morgen, noch drei am Abend. Diese Shiur, ein anderes Shiur. Was will er? Koscher Restaurant, koscher Klasse, koscher Pizza. Er hat alles koscher. Wie kann man erreichen? Katit, zerstoßen. Wie kann man erreichen unsere tiefere Punkt? Haben wir jetzt, wenn wir jetzt leben, 80 oder 20, 20 Jahre im gutes Leben, in Demokratie, werden wir nie erreichen unsere tiefste Punkt? Werden wir nie erreichen die Quelle? Das ist die Meinung. Hier will er uns erklären, wie werden wir das trotzdem erreichen. Okay. Sind wir Ich glaube, es war eine große Ehre für mich. Ich habe nicht gedacht, dass von heute bis heute so schnell werden so viele Leute kommen hier und bald werden wir sehen, was passiert in Facebook. Aber ich danke euch für Ihre Zeit. Ich habe es genossen. Ich hoffe, dass Sie es auch genossen haben. Und wenn ich möchte, dieses Mimer zu bestellen, wie es ist, kann man es auf books and bagels.com, dort, von dort kann man es bestellen. Ich glaube, es kostet etwa 6 Schweizer Franken oder 7 Schweizer Franken mit Versand. books and bagels.com. Also, Laila Tov. Dankeschön. Laila Tov. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.